Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Viele von euch haben wahrscheinlich hier dieses Ding in ein paar vergangenen Videos, nicht von mir, sondern auf anderen Kanälen schon gesehen. Und was geht's heute? Darum. Der Wevoer Dickenhobel. In vielen Videos hat man das Ding jetzt schon gesehen. Wenn du das Ding gewinnen willst, bleib ein bisschen dran. Da werde ich dir am Schluss vom Video sagen, wie du an dem Gewinnspiel dran teilnehmen kannst. Heute werden wir uns das Ding mal zusammen anschauen und speziell eine Sache, gerade hier bei dem dicken Hobel und generell bei dicken Hobeln, werden wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und zwar ist das der Hobelschlag. Ich habe jetzt schon einige verschiedene Hobelmaschinen. Bei manchen ist das mehr aufgetrieben, bei manchen weniger. Woran das vielleicht liegen kann und wie du das auch verhindern kannst bei vielleicht deinem dicken Hobel, darum wird es heute auch so ein bisschen gehen. Aber als erstes jetzt natürlich mal auspacken. Oh, hier haben wir sogar die weiße Variante. Eieiei. Wir sehen hier ein kleines Loch. Ich habe schon öfter solche Pakete ausgepackt, die wirklich sehr, sehr weite Strecken zurückgelegt haben. Aber tatsächlich ist das meistens nicht so das große Problem, weil die innen drin genügend Luft haben. Das heißt, auch hier ist nichts passiert. Ich habe jetzt noch nichts angebaut, das werden wir gleich alles zusammen machen. Und allein jetzt mal so von der Farbgebung her finde ich tatsächlich hier so dieses Weiße, ich glaube, das ist Elfenbeinfarben, finde ich, glaube ich, einen Ticken schöner als diese schwarze Variante, die man jetzt auch schon ganz, ganz oft in verschiedenen Videos gesehen hat. Jetzt schauen wir uns aber alles einmal so ein bisschen genauer an. Wir haben hier zum einen mal einen Tragegriff, den haben wir auf beiden Seiten. Das bedeutet, den kann man sogar auch ganz gut unter die Werkbank stellen, wenn man den halt eben nicht braucht und halt eben auch nicht so viel Platz hat. Die Seite hier sieht ganz fein aus. Hier haben wir einen Rolltisch, den können wir auch hochklappen, das ist auch ein feines Feature, wenn man nicht so viel Platz hat. Unten drunter haben wir dann den Auflagetisch, der wackelt ein bisschen, das sollte aber gar kein Problem darstellen, weil die Kraft wird hier aufgedrückt. Einmal ein Schalter, der geht auch nicht an, wenn da kein Strom drauf ist. Und eine kleine Sicherung, falls wir das Ding vielleicht mal überlasten. Hier ein paar Farbläufer, aber ich denke, das ist okay, gerade bei dem Preis. Natürlich haben wir hier auch eine Skala. Das Ganze kann man einfach direkt ablesen über einmal die metrische Skala und halt eben einmal über die Zollskala. Vor allen Dingen interessiert es mich später, wie dünn man damit hobeln kann. Gerade die größeren Hobelmaschinen sind da oftmals ein bisschen limitiert. Das werden wir heute auch ausprobieren. Hier ist der besagte andere Griff und hier oben können wir gleich die Kurbel anschrauben, damit wir halt eben die Höhe verstellen können. Also out of the box. Überhaupt kein schlechter Eindruck. Ich bin mal auf die Hobelergebnisse gespannt. Ein Feature, was ich bei anderen Videos auch schon die ganze Zeit immer richtig toll fand, war hier oben diese Rollablage. Denn so kann man sehr, sehr schön hobeln. Und wenn man halt eben hinter der Hobelmaschine steht, kann man das Brett oben auflegen. Das scheint vielleicht wie ein kleines Feature, aber tatsächlich hat meine kombinierte Hobelmaschine das nicht ganz so schön gelöst, weil da geht das zum Beispiel halt eben nicht. Ich persönlich bin noch ein bisschen skeptisch, was hier den Absauganschluss angeht. Aber da werde ich das Ganze einfach gleich mal ausprobieren. Übrigens haben wir hier 230 Volt, das heißt, ihr braucht keinen 400 Volt Anschluss, ist eine richtig feine Sache, gerade wenn man keinen 400 Volt Anschluss hat, dann funktioniert das einfach direkt in die Steckdose rein und man kann direkt loslegen. Hier mit dem Absauganschluss sage ich euch kurz, warum ich das erst noch so ein bisschen stutzig macht. Da gehen wir einmal zur großen Hobelmaschine. Gerade was das Thema Absaugen bei einer Hobelmaschine angeht, bin ich ein bisschen gebranntes Kind, gerade bei der Hobelmaschine. Klar, es ist kein direkter Vergleich, aber hier habe ich einfach mal so für mich gelernt, je größer der Anschluss bei einer Hobelmaschine, beim dicken Hobeln, ist eigentlich desto besser. Ganz wichtig, natürlich ist das kein klarer Vergleich, was die Hobelmaschine angeht. Nur gerade was die Absaugung beim dicken Hobel angeht, habe ich hier gelernt, dass ein größerer Anschluss eigentlich besser ist, weil wir ja Volumen brauchen, damit wir diese vielen Späne wegsaugen können. Wir werden das gleich einfach mit dem normalen Staubsauger mal ausprobieren. Eine wichtige Info, ihr habt ein Gestell zu der Maschine dabei. Das bedeutet, ihr könnt die aufbauen und da habt ihr eine angenehme Höhe, so wie das Ganze jetzt aufgebaut ist, auf einem extra Gestell. Und tatsächlich ist das ziemlich massiv gebaut. Also ich habe in anderen Videos gesehen, die haben das teilweise ein bisschen bemängelt, aber ich kann das nicht verbiegen. Und wenn das alles zusammengeschraubt ist, wird das definitiv stabil genug sein, damit man dann auch anständig hobeln kann. Aber wie gesagt, einer von euch bekommt das Teil, ja? Und damit er nicht mit einem zu großen Auto kommen muss, werde ich das Gestell auseinanderlassen. Wir haben hier noch ein bisschen Zubehör dabei. Da schaue ich einfach mit euch zusammen einmal rein. Was schön ist, wir haben hier einen Anschluss, dass wir auch mit theoretisch einer größeren Absauganlage das absaugen können. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Ersatzritzel. Das ist richtig gut, weil bei meiner alten Schepper-Hobelmaschine waren die verschlissen. Das waren auch Kunststoffzahnräder und das ist ein Riesenakt, so Dinger zu suchen. Und hier werden halt einfach direkt welche mitgeliefert. Das bedeutet, Kohle, Ersatzkohlen habt ihr und auf jeden Fall die Zahnräder. Super, super wichtig. Da habt ihr schon mal einen zweiten Satz. Richtig feine Sache. Schrauben fürs Gestell.
Das finde ich auch noch richtig geil. Ey, ich finde das so schön. Mittlerweile habe ich so viel Gedöns hier in der Werkstatt, dass ich immer ein Anschauungsbeispiel habe, was es gibt und wie das Ganze umgesetzt ist. Und deswegen finde ich die Idee schon mal richtig geil, weil die unterscheiden sich gar nicht so groß. Ich werde es euch mal ein bisschen genauer zeigen. Das hier erfüllt im Prinzip die gleiche Aufgabe wie das hier. Und das hier erfüllt im Prinzip auch die gleiche Aufgabe wie diese beiden Dinger hier. Das Schöne ist, hier ist es halt eben direkt dabei. Das bedeutet, ihr müsst euch nichts nachkaufen. Ihr könnt das hier einfach benutzen. Wofür ist das hier gedacht? Damit könnt ihr eure Hobelmesser, wenn ihr die halt eben zum Schärfdienst gebt oder sie halt eben selber schärft oder generell einfach mal austauscht, damit könnt ihr die halt eben wieder nachstellen. Das ist ein Riesenthema. Und was das hier halt eben tut, ist ziemlich simpel. Ihr könnt das Ganze hier auf die Welle auflegen. Die Messer werden dann mit Federn rausgedrückt. Und wenn ihr das Ganze einfach auf die Messerwelle aufdrückt, dann drückt ihr die Messer gleich mit dem gleichen Abstand wieder in eure Führung herein und könnt halt eben arretieren. Das macht dieses Teil hier und das macht halt auch eben hier dieses Teil. Wobei die Variante hier ist halt eben für die Bäuerle alles ein bisschen größer, weil die Maschine halt eben auch ein bisschen größer ist. Diese Teile hier machen das im Prinzip auch, sind super billig. Damit hat es jetzt aber trotzdem in den letzten Malen funktioniert. Aber diese Variante hier finde ich eigentlich einen Ticken besser, weil die ist ein bisschen einfacher zu handeln. Ihr könnt es mit einer Hand auflegen, könnt die Messer festziehen, eine richtig feine Sache. Schön, dass das schon dabei ist. Was haben wir noch? Hier haben wir einmal den Stellgriff. Den können wir auch gleich schon montieren. Gummifüße. Montagezubehör. Gummifüße. Ah, das ist geil, glaube ich. Das ist, glaube ich, richtig geil. Was ist das? Ich glaube, das ist geil. Ich glaube, die weiße Variante gefällt mir richtig gut, weil die kann man, glaube ich, auch ohne Absaugen benutzen. So, den Griff können wir einmal hier reinmachen. Das Ding läuft eigentlich gut, ne? Ist eigentlich ganz geil. Wir machen einmal die Abdeckung hier ab. Ich habe einmal die Spanhaube komplett abgemacht, dafür musste ich hier den kleinen Clip auch lösen. Und hier sehen wir dann auch schon die Messerwelle. Wir haben gerade Messer, die fühlen sich auch echt ziemlich scharf an. Und da haben wir eine 2-Messerwelle mit halt eben geraden Messer. Ich werde einmal kurz die leere nehmen und dann zeige ich euch auch nochmal kurz, wie man die halt eben benutzt. Das ist genau das, was ich eben gemeint habe. Die kann man halt eben hier dann auflegen und kann somit passend die Höhe einstellen und so wie ich das jetzt hier mal sehe, passt das auch ziemlich gut. Das bedeutet, ihr könnt das hier mit einer Hand auflegen und dann ganz entspannt die Schrauben lösen bzw. festziehen, wenn ihr halt eben die Messer mal tauscht. Das hier finde ich auch ganz cool. Das habe ich in anderen Videos auch noch nicht gesehen. Und zwar ist das eine Spanhaube, die man dann halt eben ohne Absaugen benutzen kann. Wenn man eine Außenwerkstatt hat, ist das eine richtig feine Sache. So wird das auch bei manch anderen Stickenhobeln auch gelöst. Zum Beispiel bei meiner alten Variante war da auch gar keine Absaugung vorgesehen. Hier haben wir halt eben jetzt beide Möglichkeiten, finde ich eigentlich ganz cool. Die eigentliche Absaugung montiere ich jetzt aber wieder, denn als erstes will ich natürlich auch wissen, wie gut die Absaugung an und für sich funktioniert. Kleines Zwischenfazit. Bis jetzt bin ich echt super happy mit der Maschine. Wir haben sie ja zusammen ausgepackt und die Farbe gefällt mir. Die Verarbeitung ist auch vollkommen okay. Hier oben das Feature ist ganz cool und auf jeden Fall die Spanhaube ist auch eine feine Sache. Wo ich jetzt noch gespannt bin, wie das Ganze performt, ist halt eben einmal dieser Planer Snipe, also dieser Hobelschlag. Da bin ich gespannt, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Dann bin ich gespannt, wie viel Power das Ding hat. Das nächste ist so ein bisschen die Lautstärke, weil diese kleinen dicken Hobelmaschinen haben halt so die Eigenheit, dass die durch die Bauart ziemlich laut sind. Weil ihr habt ja gesehen, wir haben oben nicht so viel Platz. Das bedeutet, wir haben nicht die Möglichkeit, ein großes Riemenrad draufzupacken, um eine hohe Geschwindigkeit zu erzielen, weil das halt eben alles so kompakt ist. Das bedeutet, der Motor dreht sich hier in den meisten Fällen schon ziemlich dalli-dalli. Das werden wir aber dann gleich ausprobieren, wenn wir halt eben was hobeln. Geil, jetzt machen wir mal Strom drauf, würde ich sagen, oder? Ich mache die Maschine jetzt mal an. Das ist okay. Es ist natürlich ein Geräuschpegel. Aber das ist auf jeden Fall vollkommen okay. Ich glaube, wir gehen jetzt mal um den Spaß hinten zur großen Hobelmaschine und dann vergleichen wir das mal direkt. Das ist so ein absurder Vergleich. Wir machen die an und dann mache ich die große an. Weil das ist auch so ein Punkt, was diese Maschinen hier halt eben so als Nachteil haben, weil die sind, kann ich jetzt schon mal sagen, boah, brutal laut. Also brutal, brutal laut. Alter, so laut.
hat die weniger Stromverbrauch. Die da hat, glaube ich, fast dreimal so viel. Das ist aber gut, die ist nicht zu laut. Also für diese Bauart und gerade für diese Maschine vollkommen okay. Jetzt werden wir gleich mal was hobeln. Ich werde das Ganze mit dem normalen Staubsauger absaugen. Passt nicht so ganz. Das ist aber das Schöne hier dran. Da ist direkt so ein Adapterstück dabei, dass man den halt eben passend anstöpseln kann. Wie gesagt, ich bin ein bisschen gespannt, wie gut hier diese Absaugen eben funktioniert. An Holz werden wir jetzt erstmal hier dieses schöne Stück Meranti hobeln. Das ist auch so ein gutes Beispiel, wie ich auch normal Holz bearbeite. Hier haben wir jetzt oben noch alles Sägerau von vor 30 Jahren, was dazu geschnitten wurde. Hier habe ich es halt eben einmal aufgetrennt und das Ganze werden wir jetzt einmal auf eine parallele Dicke hobeln. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier haben. 45, 46, ja, da unten sind es 44. Also stellen wir einfach mal direkt 44, 43, sowas in dem Dreh ein. Ich habe es eben schon angesprochen. Das ist ein richtig gutes Feature. Das meint man vielleicht jetzt nicht, aber unterschätzt das nicht. Da kann man richtig dankbar für sein, wenn man dann das Stück von hinten einfach rüberrollen kann, gerade wenn man 3-4 Stücke hobelt, dass man hier oben eine Ablage hat. Das ist wirklich gut. Also wenn man das nicht hat, merkt man erstmal, wie gut das ist, wenn man es nicht hat. Was ein Satzbau. Katastrophe. Thema Hobelschlag. Ihr seht, wir können die Höhe hier einstellen. Und das Ganze ist so gebaut, dass das ziemlich spielfrei läuft. Das ist aber so generell bei den Maschinen halt eben das Ding, weswegen ein leichter Hobelschlag auftreten kann, weil man halt eben hier oben dieses Teil nicht fixieren kann. Ich werde jetzt nicht weiter darüber sprechen, wir werden jetzt erstmal was hobeln und dann sehen wir ja, wie viel Hobelschlag wir haben. Die Skala ist wirklich gut, also gerade bei meiner alten Hobelmaschine ist das nicht so gut gelöst, das heißt, das hier ist auch eine feine Sache. Es gibt auch digitale Höhenverstellungen, die man nachrüsten kann. Das wäre dann hier ein ganz, ganz einfaches, weil ich plane, das bei meiner dicken Hobelmaschine auch zu tun. Ich werde mal schauen, ob ich das Teil finde, ob es das noch gibt. Dann findet ihr davon auch den Link. Natürlich übrigens auch wie von dieser Maschine hier. Da findet ihr auch den Link in der Videobeschreibung. Die gehobelte Oberfläche ist richtig gut, was soll ich sagen, richtig, richtig gut. Ich habe jetzt beide Seiten einmal gehobelt, ihr seht auch fast keinen Hobelschlag, da werden wir aber gleich ein bisschen genauer drauf eingehen. Also es ist wirklich, wirklich gut. Eine richtig schöne Oberfläche, schön gleichmäßig, das ist echt gut. Logischerweise ist die Absaugung in der Mitte am besten, weil da auch der Absaugstutzen ist. Und auch da war die Absaugung jetzt halt eben nicht so richtig gut. Auf der rechten Seite war es da ein bisschen schlechter. Aber das ist eine Sache, die kann man eben einfach verbessern, indem man dann eine größere Absauganlage anschließt. Hinten ist das Ganze nicht ganz so dramatisch. Wir haben ein bisschen Material hier rumliegen. Aber hey, ihr habt in den vergangenen Videos bei mir gesehen, dass meine großen alten Maschinen auch alle viel, viel Späne erzeugt haben. Und das hier ist ein einfaches, um das halt eben zu lösen. Thema Absaugen hier gerade nochmal angesprochen. Ich habe hinten die große Hobelmaschine und erst da habe ich gemerkt, wie abartig es ist, wenn man das vernünftig absaugen will. Denn um die richtig absaugen zu können, braucht man schon eine richtig große Absauganlage, weil die halt eben nicht so effizient aufgebaut sind. Das bedeutet, zwischen den Hobelmessern und generell in der ganzen Haube ist alles nicht so gut geformt, dass es nicht so gut abgesaugt werden kann. Wenn ihr hier eine größere Absaugung dran klemmt, also kein Staubsauger, eine kleine Absauganlage, dann ist das hier viel, viel effizienter aufgebaut. Ihr habt viel weniger Falschluft oder Fehlluft, die irgendwo durchgezogen wird. Das bedeutet, das hier ist einfacher und unterm Strich günstiger, wenn man es halt eben besser absaugen will. Wie gesagt, die große Hobelmaschine braucht brutal viel Luft erstmal, auch einfach nur, weil es nicht so effizient ist und weil halt eben alles viel, viel größer dimensioniert ist. Und deswegen ist das hier cool. Ihr könnt breit hobeln und ihr könnt es einfach verbessern, was die Absaugleistung halt eben angeht. Und ihr braucht keine Absauganlage, die halt eben 800, 900 Euro kostet. Wenn man hier eine kleine Absauganlage dran klemmt, diese Scheppach, die ich auch mal vorgestellt habe, das wird hier schon deutlich besser dann funktionieren. Jetzt mal angenommen, ihr habt vielleicht eine Außenwerkstatt. Das bedeutet, Staub ist nicht so ein Riesenproblem, weil ihr halt eben draußen an der frischen Luft arbeitet. Deswegen werden wir jetzt mal die andere Spanhaube draufschrauben. By the way, früher habe ich genau so in meiner alten Werkstatt auch ganz, ganz lange gearbeitet. Weil gerade die alten Maschinen wurden teilweise so gebaut, dass man gar keine Spanhaube bzw. Absaugung dranpacken kann. Und wenn man das hier quasi als Kombination lösen kann, einmal mit Absaugung und einmal ohne Absaugung, wenn man wie gesagt draußen arbeitet oder, dann finde ich das eine richtig coole Sache. Habe ich so bei anderen Maschinen jetzt auch noch nicht gesehen. Also werden wir das jetzt einmal abschrauben, Stecker natürlich ziehen.
Ich habe auch gerade was entdeckt. Und zwar haben wir hier diese Stehbolzen. Die können wir jetzt nämlich hier einfach reinschrauben. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, welche Schrauben man dafür benutzt, um das festzudrehen. Aber dafür sind offensichtlich diese hier gedacht. Aber jetzt können wir das Ganze nämlich hier einmal so draufpacken. Das ist echt eine gute Idee. Und das können wir halt eben jetzt hier festschrauben. Weil ich Praxisbeispiele liebe und ich mal vorstellen kann, dass das genau so bei euch auch in der Werkstatt umgesetzt wird, werden wir jetzt mal hier dieses sägeraue Brett, ohne dass es abgerichtet ist, auf die Dicke hobeln. Und dann werden wir mal schauen, wie gut die Maschine halt eben hier performt. Das ist jetzt ein Stück Esche. Wie breit ist das? Das ist knapp 23 cm breit. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel. Ihr könnt euch übrigens hier an dieser Nase rantasten, wie viel Material ihr weghobelt. Damit könnt ihr nämlich einfach oben den Hobel nach unten senken. Und wenn das Ganze hier noch durchpasst, dann könnt ihr das Ganze halt eben hobeln. Gerade jetzt bei der breiteren Breite werde ich das jetzt ein bisschen langsamer angehen. Und dann werden wir halt eben schauen, wie gut das funktioniert. Das hier ist schon ganz schön beachtlich. Wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, dann sieht man auch hier direkt, dass das echt noch ziemlich rund ist. Wie gesagt, das war sehr, sehr rund vorher. Und gerade wenn man sowas hobelt, dann geht das ziemlich auf die Maschine drauf, weil halt teilweise einfach viel mehr Material abgehobelt wird. Aber auch das hat sie eigentlich ganz gut gemeistert. Was ich jetzt hier sehe, ich sehe, dass wir hier einen kleinen Schnatzer drin haben. Anscheinend hat das Messer hier einen ganz, ganz leichten Schaden. Aber ansonsten ist das echt richtig gut. Hier gerade Eschenholz ist teilweise sehr, sehr anspruchsvoll, gerade von der Maserung her. Hier auf der Seite ist es wirklich richtig, richtig gut. Also anders würde es bei der anderen Hobelmaschine, die ich jetzt hinten euch gezeigt habe, auch nicht aussehen. Hier mal leichte Ausrisse, aber auch einfach wegen dem Holz. Eschenholz, gerade je nachdem, wenn die Maserung anspruchsvoll ist, dann bekommt man einfach solche Ausrisse. Das ist ganz normal. Vielleicht kann man es hier so leicht erkennen, wir haben jetzt auch hier einen leichten Hobelschlag. Das Ganze wurde jetzt noch hier begünstigt, weil wir halt eben das Ganze nicht abgerichtet haben und die Auflage somit nicht mehr so wirklich gegeben war, beziehungsweise nicht wirklich gut. Und hier, ja, es ist okay. Ich sag mal, wenn ihr das Ganze in Streifen schneidet und die gehobelte Seite miteinander verleimen möchtet, dann müsst ihr gerade bei der Maschine halt einfach ein bisschen mehr Überstand geben. Ich werde kurz eingehen, warum das halt eben überhaupt so ist. Thema Hobelschlag. Warum ist das an manchen Maschinen nicht? Generell, das, was ich bis jetzt so gesehen habe, ist, dass alle Maschinen, die irgendwie so aufgebaut sind, dass die alle Hobelschlag haben. Ob das die doppelt so teure DeWalt ist oder andere Baureihen, diese ganzen kleineren, dicken Hobelmaschinen haben halt eben ein Feature nicht, was ich euch kurz zeigen werde. Hobelschlag tritt tatsächlich auch eigentlich bei der Maschine hier auf, wenn man diesen Hebel hier nicht benutzt. Das ist eine Arretierung, damit der Tisch nicht mehr wackeln kann. Jetzt können wir die Höhe nicht mehr verstellen. Und jetzt können wir halt eben die Höhe wieder verstellen. Auch hier diese Hobelmaschine hat eine Arretierung. Jetzt ist alles fest. Und jetzt können wir das Ganze halt eben einstellen. Übertriebenermaßen gesehen schieben wir das Holz hier rein. Und durch die Andrückkraft wird hier dieser Motor, das Aggregat, ganz leicht nach oben gedrückt. Dann haben wir vorne diesen ersten Hobelschlag, weil die Maschine zunächst mehr hobelt, nachdem dann die zweite Walze dazukommt, drückst du das Holz weiter nach unten und da ist halt das alles ganz gleichmäßig. Und wenn wir dann wieder zum Schluss kommen, hat vorne die Vorschubwalze halt eben keine Andrückkraft mehr. Das bedeutet, vorne kann das Ganze wieder ganz, ganz leicht heruntersacken. Und wenn das Ganze hinten herausfährt, haben wir hinten dann auch diesen leichten Hobelschlag. So passiert das Ganze. Das war bei meiner Schepper-Hobelmaschine auch und da gibt es einen ganz, ganz einfachen Trick. Das werden wir jetzt ausprobieren, indem wir auch mal schauen, wie dünn wir hobeln können. Und hier auch direkt noch die zweite Info zur Hobelmaschine. Wir haben hier zwei gummierte Vorschubwalzen. Warum ist das so schön? Wir schauen uns das als Beispiel an der Maschine hier an. Erstmal hier als Information. Wir haben hier eine Stahlwalze. Da hatte ich jetzt in der Vergangenheit schon ein paar Mal Probleme, dass das Holz nicht richtig rausgedrückt wird. Hier vorne als Einzugwalze haben wir halt eben eine Metallwalze. Was hat das für einen Nachteil? Wenn ihr Material hobeln wollt und ihr vielleicht euch ein kleines Stück Merandi gekauft habt für ein kleines Projekt, dann könnt ihr hiermit viel, viel feiner arbeiten, weil ihr durch diese Gummibalze das Holz nicht eindrückt. Bei der großen Hobelmaschine ist das so, dass wenn man da ganz, ganz wenig weghobelt und zum Beispiel nur noch 3/10 weghobelt, dann kann man halt eben da die Eindrückspuren sehen. Bei hier meiner kombinierten Hobelmaschine ist das übrigens auch so. Das bedeutet, dass ihr als Heimwerker vielleicht, wenn ihr am Wochenende ein bisschen mehr in der Werkstatt macht und ihr nicht ganz so viel Material habt, ihr damit ein bisschen effizienter arbeiten könnt,
weil ihr halt eben vorne Gummieinzugswalzen habt. Und wenn ihr euch wirklich halben Millimeter, einen Millimeter euch rantasten wollt, dann geht das damit auf jeden Fall. Ihr drückt euer Holz vorne nicht ein, ihr habt einen schönen Einzug und einen guten Auszug oder raus oder drückt das Holz gut raus. Das ist auch eine Feinheit, die man vielleicht gerade so bei so großen alten grünen Maschinen teilweise so ein bisschen vergisst. Sie sind groß, aber teilweise sind sie nicht ganz so präzise wie zum Beispiel so ein System. Ich werde euch anhand von hier diesen drei Leisten jetzt zeigen, wie ihr bei normalen Projekten diesen Hobelschlag bei allen Teilen außer dem ersten und dem letzten Teil eigentlich komplett eliminieren könnt. Das ist nämlich ganz, ganz simpel, weil wir haben uns ja eben angeschaut, wie das Ganze passiert. Das passiert immer dann, wenn nur noch eine Vorschubwalze das Ganze runterdrückt und sich das Hobelaggregat halt eben so ein bisschen neigt. Und wenn wir halt eben das Holz immer hintereinander durchführen, dann passiert das nicht. Und das bedeutet, dass wir an den Stücken auch keinen Hobelschlag haben. Das mache ich auch teilweise noch bei diesen Hobelmaschinen. Ich achte dann drauf, dass das Holz hintereinander durchfährt. Gerade wenn das eine Verleimung ist, wo ich weiß, dass das vielleicht jetzt zum Beispiel so gefügt wird. Da mache ich das auch bei den Hobelmaschinen hier auch noch genauso. Und früher in meiner alten Werkstatt habe ich es auch genauso gemacht. Da war nur noch das erste und das letzte Stück ein bisschen mehr mit Hobelschlag halt eben gehobelt und alle anderen Teile so gut wie gar nicht mehr. Wir werden das hier jetzt mal hobeln und dann schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Ich glaube, ihr könnt es ganz gut erkennen. Das war das Stück 1, 2 und das ist das Stück 3. Hier vorne haben wir das Ganze reingeschoben und da haben wir halt eben jetzt den Hobelschlag. Theoretisch müsste der ja hier auch sein, aber weil das direkt hintereinander gelaufen ist, haben wir hier gar keinen Hobelschlag. Dieses Stück ist hinten angelaufen, das bedeutet, hier haben wir auch keinen Hobelschlag. Jetzt schauen wir einfach mal auf die rechte Seite. Hier im Prinzip nochmal das Gleiche, nur umgedreht. Das ist das erste Stück. Auf der linken Seite ist der Hobelschlag, weil wir hier aber direkt das Stück nachgeführt haben, ist hier halt eben kein Hobelschlag. Das war in der Mitte, da haben wir auch keinen Hobelschlag. Man spürt nichts, man sieht auch nichts. Wenn man das Ganze so ein bisschen spiegelt, kann man da wirklich nichts erkennen. Das ist das letzte Stück, was dann am Schluss rausgefahren ist. Und da ist halt eben hier jetzt ein leichter Hobelschlag spürbar. Es ist wirklich ganz minimal. Das wäre halt jetzt ein Problem, wenn man das verleimen würde. Aber wenn man das halt eben weiß, kann man seine Stücke so dimensionieren, dass man das halt so ein bisschen kompensieren kann. Man könnte das vielleicht 5 cm länger machen. Die anderen kann man einfach hintereinander durchschieben und hat weniger Verschnitt. Das heißt, wenn man das weiß, ist es gar nicht so ein großes Problem. Und auch generell, ihr seht auch nochmal hier das Stück Holz. Das ist einfach richtig gut gehobelt. Das ist wirklich pupsglatt. Meine anderen Hobelmaschinen, ob sie jetzt größer oder kleiner sind, ganz egal, die hobeln nicht besser. Das hier ist ein richtig, richtig gutes Hobelbild. Und wenn ihr plant, was in eurer Werkstatt zu hobeln, dann habt ihr damit halt eben die Möglichkeit. Ihr seht, wie viel die Oberfläche ist. Auch auf der anderen Seite haben wir wenig Abrieb oder irgendwas, was vom Tisch kommen könnte. Das ist bei meinen alten Maschinen halt eben so. Das hier ist einfach ein sauberes Hobelbild. Das X zeigt übrigens nur, dass das halt eben unten war. Auch nochmal hier so ein kleines Beispiel. Dadurch, dass die Spänehaube die Späne direkt auf das Brett wirbelt, wird der Staub nicht so extrem in die Luft geworfen. Was ist denn das für ein komisches Beispiel, könntest du dir jetzt vielleicht vorstellen. Wir gehen auch hier nochmal kurz zur großen Hobelmaschine. Auch hier nochmal so ein Beispiel. Groß, grün und ganz, ganz laut und so weiter ist nicht immer gut. Hier zum Beispiel die Spanhaube kann man ja im Prinzip auch ohne Absaugung benutzen. Aber das Ganze ist so gestaltet, dass das Ganze wirklich in die Luft geschmissen wird. Und wenn man da mit 3, 4 Bretter hobelt, dann steht die ganze Werkstatt voll im Staub. Das war jetzt halt eben bei der Hobelmaschine, bei der Weber Hobelmaschine nicht der Fall. Das heißt, auch ohne Spanhaube bzw. Absaughaube hat das richtig gut funktioniert. Empfehlen, ohne Absaugen will ich natürlich generell nicht. Aber wie gesagt, wenn ihr draußen arbeitet oder das Ding vielleicht mal mitholen wollt, ist das schon cool. Aber ich habe euch am Anfang gesagt, ich verlose das Ding ja. Also so viel unterwegs wäre es schon eine gute Hobelmaschine. Gerade so ohne diese Absaughaube für draußen. Aber ich habe es euch gesagt, deswegen einer von euch wird das Ding auf jeden Fall bekommen. Kleiner Funfact ist mir gerade am Rande noch eingefallen. Wenn ihr euch neue Messer für solche Hobelmaschinen kaufen wollt, dann sind solche Varianten auch einfach günstiger, weil sie nicht so groß sind und es nicht so viele Messer sind, die da drin verbaut sind. Wie gesagt, was alles groß, grün und schön ist, muss nicht auch unbedingt gut und günstig sein. Denn zum Beispiel ein Messersatz für unten die große Hobelmaschine kostet schnell mal 100 Euro. Und wenn man dann 2 neue Sätze braucht, braucht man direkt für 200 Euro Messer. Das bedeutet, hier ist das wesentlich einfacher gelöst, weil ihr 2 Messer habt, die sind ein gutes Stück kleiner und das ist eine feine Sache.
Ich habe ja am Anfang vom Video angesprochen, dass du die Maschine gewinnen kannst. Und da sind aber ein paar Bedingungen gesetzt, damit du halt eben am Gewinnspiel dran teilnehmen kannst. Also, zuallererst mal musst du den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben halt eben da lassen. Hier möchte ich ganz fix etwas berichtigen, denn diese Teilnahmebedingungen, die ich gerade erwähnt habe, sind nicht erlaubt. Ganz, ganz wichtig. Ihr müsst den Kanal nicht abonnieren, um an dem Gewinnspiel dran teilnehmen zu können. Und ihr müsst dem Video auch keinen Daumen nach oben da lassen. Ganz, ganz wichtig. Ich würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet, aber das ist keine Teilnahmebedingung. Ihr müsst lediglich einen Kommentar da lassen, in dem ihr beschreibt, warum genau ihr diese Hobelmaschine halt eben gewinnen sollt oder möchtet. Das Zweite, was ich von dir halt eben möchte, ist, dass du mir in die Kommentare schreibst, warum gerade du die Maschine gewinnen sollst. Schreib mir gerne rein, welche Projekte du mit umsetzen willst, warum genau du halt eben die Maschine bekommen sollst. Schreib mir auch gerne mal rein, wie alt du bist, weil gerade wenn du ein jüngerer Zuschauer bist oder ein Abonnent, dann unterstütze ich sowas auch ganz, ganz gerne, was aber nicht bedeuten soll, dass Ältere davon halt eben ausgeschlossen sind. Also schreib einfach in die Kommentare, warum du die Maschine gewinnen möchtest, welche Projekte du mit umsetzen möchtest und warum genau du halt eben die Maschine verdient hast. Das nächste ist, ihr müsst die Maschine oder du musst die Maschine, wenn du halt eben gewonnen hast, auch bei mir abholen. Das bedeutet, schau in die Videobeschreibung, da werde ich dir die ungefähre Adresse der Werkstatt reinschreiben. Wenn du halt eben gewonnen hast, dann werde ich das unter dem Video hier bekannt geben und wahrscheinlich auch im nächsten Video, aber orientiert euch unbedingt an hier diesem Video. Da werdet ihr in der Beschreibung auf jeden Fall weitere Infos dann noch bekommen, wenn das Gewinnspiel ausgelöst wurde. Also, ihr müsst die Maschine abholen. Die Adresse, die ungefähre Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Die genaue Adresse bekommst du dann halt eben nach Absprache. Dann kannst du vorbeikommen, wir machen ein Bild zusammen. Das Ganze kann ich dann veröffentlichen, dass du halt eben der Gewinner bist. Und dann hast du wahrscheinlich ganz, ganz viel Spaß, ganz, ganz lange Spaß mit hier dieser tollen dicken Hobelmaschine. Unterm Strich nochmal so ein kleines Schlussfazit. Wir haben die Maschine zusammen benutzt. Ihr habt gesehen, was wir gehobelt haben. Wir haben Hartholz gehobelt. Wir haben auch hier diesen Planer Snipe, diesen Hobelschlag, haben wir größtenteils ausgemerzt. Ich habe euch erklärt, warum das halt eben passiert. Und dass das halt auch eben bei teureren Maschinen, die so aufgebaut sind, dass das dort halt eben auch höchstwahrscheinlich passieren kann. Nichtsdestotrotz war der Hobelschlag hier wirklich gering. Wenn ihr zum Beispiel Schneidebretter baut und halt eben am Schluss das Ganze schleift, wird man den Hobelschlag auch nicht mehr sehen. Das war, wie gesagt, bei meiner alten Hobelmaschine auch der Fall. Und je nachdem, wie ihr das Ganze einsetzt, könnt ihr das hier für ganz, ganz viele Projekte richtig gut benutzen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Das soll es für heute gewesen sein. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos. Schau unbedingt in die Videobeschreibung, wenn du Bock auf das Gewinnspiel hast. Und generell schau dir unbedingt auch mal die Maschine hier an. Also sie ist wirklich gut. Dass es jetzt viele Leute vorgestellt haben, heißt nicht, dass es eine schlechte Maschine ist. Ich denke, ihr habt es jetzt aber auch nach dem Video auch eigentlich ganz gut sehen können, dass das Teil nicht verkehrt ist. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Ciao.